So. Das hat schon mal... Warum bin ich gerade auf den Boden gekommen? Das war nicht schön. 25 Gold hätten wir schon mal. Oben ist eine... Kiste. Ja, zum auf dem Boden landen ist noch sehr problematisch. Manchmal tut das, obwohl ich es gar nicht will. Und manchmal macht das nicht, obwohl ich es will. Quietsch, quietsch, quietsch. Quietsch, quietsch. Oh. Jetzt zum Beispiel fliegst du gerade, obwohl ich eigentlich will, dass du auf dem Boden landest. Und wenn man getroffen wird, landet man eh immer wieder auf dem Boden. Das ist... Komm schon. Danke. Und kaputt, ja. Nee, sorry Drache. Du hast noch nicht genug Ausrüstung. Gib mir einen Barbaren. Kein Fußpuls. Sir Knuddelmu. Oder eine Spelunkette. Die hat aber viel zu wenig Lebenspunkte. Kriegt dafür mehr Gold. Ja, komm doch. Einmal. Und wenn wir nur eine Kiste kriegen, kriegen wir halt nur eine Kiste. Ich hätte gerne mehr Crit-Chance. Und hey, wir haben es mit dem Drachen geschafft, wenigstens so viel Gold reinzubekommen, dass wir uns ein Upgrade holen konnten. Klingt jetzt nicht so viel, aber ich hoffe ja immer noch, dass ich irgendwie mich durch den Nu++-Modus durchgrinden kann. Und im ersten Raum schon 500 Gold. Und, oh, hey, ich dachte, du hast keinen Fußpuls. Das war der Paladin, ne? So. Oh. Du hast einen Geldsack zu deinen Füßen. Aber wir haben nur noch 92 Lebenspunkte. Das ist nicht so schön. Au. Tss. Nee. Nee. Du hattest keinen Fußpuls. Warum bist du wieder da? Das ist ein wenig irritierend. Aber dich nehmen wir. So, diesmal haben wir nicht genug Gold. Das ist schade. Ja, ich habe mir noch was überlegt. Also wenn wir jetzt sagen wir mal... Es müsste jetzt ja gerade der Anfang einer neuen Folge sein. Wenn wir jetzt diese ganze Folge über nichts ordentlich gebacken bekommen haben, oder vielleicht auch die ganze nächste noch dazu. Wenn wir dann nichts ordentlich gebacken bekommen haben, starte ich einfach einen ganz, ganz neuen Speicherstand. Oh. Und da... Wäre ich dann ein bisschen mehr... Wow. Ein bisschen mehr grinden, bevor ich in die neuen Modi wechsle. Damit wir nicht am Anfang des neuen Modis immer gleich so viele Probleme haben. Weil das hier... Ich weiß nicht, wie unterhaltsam das für euch ist. Ich finde es nicht ganz so toll, immer nur ein, zwei Leben zu schaffen. Ein, zwei Gegner zu killen zu können. Also ja, man lernt ausweichen. Das stimmt wohl. Das wird mir dem neuen Spieler noch helfen. Aber ansonsten ist das nicht ganz so toll. Komm, Kiste wenigstens. Ja. Weg, 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 weg. Nee. Nee, 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 nee. Also ja, genau das meine ich halt. Das finde ich jetzt nicht so toll. Also ja, ist eine Herausforderung, aber... Ist nicht meine Art von unterhaltsam. Komm, gib mir noch irgendwo schnell eine Kiste. Oder irgendwas und... Ne. Wisst ihr was? Ich glaube, ich warte nicht bis Ende der Folge. Ich mache das jetzt schon. Also, ihr könnt so viel gegen die Kamera, gegen die Bildschirme schreiben, wie ihr wollt. Ich drücke jetzt hier auf Delete Save. Und ja, ich zögere. Ich gehe ihm gerade im Kopf nochmal durch. Stoßen wir denn nicht irgendwann auf dasselbe Problem wie jetzt? Nein, nicht wirklich. Wir könnten... Also wenn wir jetzt denn das nochmal alles machen und wir dann im Nu+-Modus kurz vorm Endboss stehen, dann grinden wir einfach nochmal alles so ein bisschen durch
Weil wir haben bisher es nie geschafft, dass wir einmal ganz das ganze Schloss durchclearen konnten mit keinem Charakter. Sobald wir das hinbekommen, dann wechseln wir erst in den nächsten Modus. Das klingt nach einer guten Lösung. Also ja, Delete Save Game. Und er ist für immer weg. Ja. Bist du dir absolut sicher? Ja. Oh Gott, was habe ich getan? Und yay, wir spielen ein Arschloch. So, Tutorial. Das wir jetzt ja auch schon anderweitig kennen. Und 10 Goldmünzen von einem Gegner. Oh. Warum sammle ich das Gold jetzt eigentlich ein? Warte mal. Das war jetzt die 5. Münze oder so? 6., 7. Ich guck mal. Oh, gehen die Gegner schnell tot? Ich guck mal, ob wir gleich mit mehr Gold anfangen, wenn wir hier mehr Gold finden. Was ja nicht so sein dürfte, denn wir spielen gerade Johannes. Und Johannes wird sein Gold bei sich behalten haben. Kaputt, kaputt, kaputt. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mit irgendwelchem Gold angefangen haben. Es wurde immer auf 0 gesetzt, also lasse ich es mal. Wir haben keinen Doppelsprung, wir haben keinen Fliegen. Und wir bringen ihn gleich den König um. Moment mal. Wir sind Johannes. Wir sollen die Heilung für den König finden. Das wäre der Springbrunnen da hinten. Warum ist denn der König im Weg? Das ist für mich irgendwie noch so ein kleines Plothole-Dingens. Oh ja, kaputt. So, start your legacy. Schwing. Wir konnten nicht auswählen, wer wir sind und wir haben 0 Gold. Wir haben keinen Dash. Ist okay. Kein Charon. Kein Charon. Aber ja. Also, kein New Game Plus Plus, kein New Game Plus. Einfach nur ganz normal. Und mit meinen neu erlungenen Reflexen müsste das jetzt eigentlich wesentlich besser laufen. Aber gucken wir mal. Also vorher war es immer so, dass wir 6 Gegner geschafft haben. Ich gehe irgendwie davon aus, dass wir jetzt mehr als 6 schaffen werden. Weil ich halt wesentlich... Ah, kein Doppelsprung. Okay, da muss ich dran denken. Komme ich da so rüber? Ja, komme ich, okay. Oh, süß, 3 Kugeln. Bist du ein Doombass? Ja. Also es ist gleich wesentlich entspannter zu spielen. Also ja, es ist immer noch risikobehaftet, weil wir halten nicht so viel aus und ich werde kein Glücksspiel betreiben. Es ist immer noch risikobehaftet, aber ne, es sind wesentlich, wesentlich weniger Projektile. Oh. Kein Doombass. Ich glaube, das waren jetzt sogar schon 6 Gegner. Sehr gut. Müssen wir denn irgendwas bei dem Schloss gleich beachten, was wir ausbauen wollen? Wir könnten möglichst schnell versuchen, den Hokage freizuschalten. Weil der ist ja doch ziemlich schick. Und jetzt sollte man merken, dass hier eine Fontäne ist. Also ja, Hokage freischalten wäre eine Idee. Allgemein sehr viel Angriffskraft erhöhen, damit wir Gegner besser one-hitten können. Oder allgemein immer schön one-hitten können. Oh, warum ist er nicht tot? Allgemein den Lich King vielleicht nicht freischalten, den Drachen nicht freischalten. Was hatten wir da noch so an Klassen? Den Spell Thief nicht freischalten. Haken ist nur, dass wenn wir die nicht freischalten, wir an deren Erweiterung auch nicht hier rankommen. Du bist böse ohne Doppelsprung. War das eine Kiste? Oh. Ja. Oh, okay. Okay, okay, okay. Komm her. Ganz nach rechts. Wir gehen nach links. Zack, kaputt. Haha. Sogar den ersten Zombie-Schnu erlegt. Dafür sehen unsere Lebenspunkte echt nicht gut aus. Oh, Hühnchen. Sehr schön.
und den Wald. Hier sollten wir bestimmt nicht sein in unserem ersten Leben. Zumal höre ich auch ein... Warum ist da ein Hühnchen im Boden? Das finde ich aber nicht schön. Oh, Hund. Nein, 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 nein. Kein Hund. Ganz bestimmt kein Hund. Karte sagt, wir müssen nach oben links. Yeah, okay. Keine Blutruhen, kein gar nichts. Oh. Und vor allem auch kein Dash und Doppelsprung. Das ist echt irritierend, so zu springen. Oh, genau. Man kann den Projektilen nicht wesentlich schlechter ausweichen. Und gleich ist das Leben vorbei. Oh ja, doch dezent länger ausgehalten, als das am Anfang der Fall war, würde ich sagen. Irgendjemand kann ja mal vergleichen, wie es in der ersten Folge aussah. Oh. Nein, vom Knochen erlegt. Sir Lee, unser erster Held. Und ja, definitiv mehr als 6. So, wir haben einen Knight, wir haben einen Mage und einen Mage. Knight übrigens und kein Paladin. Also Sir Pno. B hätte gern den Smithy freigeschaltet. Hier sonst nichts. Und erstmal... Hallo Miro. Achso, wir können dich auch nicht lesen. Ja. Wir hätten gerne ein neues Schwert. Mehr Angriffskraft. Wir hätten gerne einen neuen Helm, weil der bringt 4 Lebenspunkte. Mehr Magic brauchen wir nicht. Umhang haben wir keinen. Okay. Dann hätten wir hier gerne mehr Lebenspunkte. Mehr Lebenspunkte. Blocken tue ich eh, wie gesagt, nie. Also mehr Lebenspunkte. Und das war's. Aha. Unser zweites Leben und schon... Gute Ausrüstung. Hust, hust. Also, dementsprechend müssen wir jetzt mehr umbringen als die 10, 12 Gegner von eben. Jetzt ein Hühnchen ist irgendwie ein bisschen sinnfrei, aber gut. So, du kannst nicht anstürmen, du kannst gar nichts. Fällt mir gerade so auf. Ja. Wie gesagt, sobald wir Dash haben, benutzen. Oh, stimmt eigentlich. Dash kriegen wir erst, wenn wir Mana erhöhen und so den Turm frei schalten auf der anderen Seite. Sollten wir also demnächst machen. Kaputt. So. Oh. Oh, au, 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 au. Ah, nicht unvorsichtig werden. Noch haben wir nicht so viel Gold. Keinen Schaden nehmen. Ne, das geht nur mit Dash und Fliegen und Doppelsprung und das weiß ich. Ich vermisse Dash irgendwie richtig mit dem schneller wegkommen und so. Oh, neuer Tagebucheintrag. Den wir nicht ordentlich lesen können und eh schon kennen. Zing, zing. Wow. Achso, wir haben keinen Fußpolz. Aha, so. Du, Quatsch. Mana. Ach stimmt, wir haben den Sensen-Spell. Den könnte ich auch mal einsetzen. Jo. Auch wenn unser magischer Schaden noch sehr mau aussieht. Oh, da ist eine Kiste. Komm schon, gib mir endlich eine Blaupause oder eine Rune. Das ist unser zweites Leben, verdammt. Wir brauchen eine Rune. Okay. Ganz viel Gold ist auch in Ordnung. Oh. Kaputt. Oh. So, von unten ein aufräumen. Du kaputt. Du kaputt. Du kaputt. So. Und ich will immer wieder L1 und R1 drücken für Dash. Ah, 740, 750 und eine Hühnchenkeule. Sehr schön. Das heißt, hier zurück, dann nochmal nach rechts, dann nach oben und dann nach rechts. Ich freue mich schon auf das ganze Grinden. Ja, das klingt komisch, aber wir sind ja doch recht vorgerusht jedes Mal. Also sobald wir die Gegner töten konnten,
haben wir sie gekillt. Und den Endboss haben wir auch sofort versucht. Oh, so, kaputt. Und ich denke mal, so ist es auch gedacht, dass man ungefähr genauso stark ist wie die Endgegner. Aber dafür kann ich halt nicht genug, gut genug... Warum bist du jetzt schon so groß? Aber dafür kann ich halt nicht gut genug spielen. Oder Reflexe fehlen oder was auch immer. Das heißt, so wie jetzt werde ich halt spielen. Gucken, wie weit wir damit kommen. Wobei es natürlich auch gut sein könnte, dass wir nachher an derselben Stelle ankommen. Also New Game Plus Plus. Mit fast allen Upgrades und allen Runen, was weiß ich. Und trotzdem werde ich nicht sehr viel weiter kommen als vorher. Das wäre natürlich sehr schade. Weil dann wäre die ganze Zeit quasi für lau gewesen. Oh.